Jo Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Mein Name ist Alex, ich bin wieder am Start und heute spielen wir GTA 5 und heute werden in GTA 5 versuchen, diese Telefonnummern anzurufen, die auf der Straße stehen. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, es sind überall, pass auf, wo du hinfährst, Junge. Es sind überall diese Telefonnummern. Ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man diese Telefonnummern überhaupt anruft? Geht überhaupt jemand dran oder hilft überhaupt jemand oder klingelt es nur, ne? Und wir werden das heute ausprobieren. Wir werden schauen heute, was passiert, wenn wir diese Telefonnummern anrufen. Aber zuerst müssen wir eine Telefonnummer finden. Wir sehen es gleich. So Leute, jetzt haben gleich in der Nähe eine Telefonnummer. For Rent oder Wolves, irgendwas. Wir werden jetzt diese Nummer anrufen und schauen, was passiert. So, jetzt rufen wir mal an und schauen, was passiert. Vielleicht geht ja jemand dran. Es klingelt. We're not here. Call back later. Habt ihr das gehört? Wir sind nicht da, rufen Sie später an. Wir sind nicht da, rufen Sie später an. What the f... Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, wir haben schon unsere nächste Nummer. So, rufen wir mal an, schauen, was passiert. We're not here. Call back later. Das gleiche hat er nochmal gesagt, ne? Gleiche Person auch. Okay, ja, schauen wir mal weiter. Fahr weiter, Alter. Ah, jetzt. Was ist das für eine verstörende Musik, ey? Bruder! Das macht mich wahnsinnig! Das geht noch weiter? Er hört auf jetzt! Das ist wie Bibi's Song! Ihr kennt ja schon Bibi's Song! Neuer Easter Egg oder sowas? In GTA? Keine Ahnung, kann alles sein! Aber macht einen Wahnsinn. Der Musik macht einen Wahnsinn. Wieso geht eine fremde Garage? Hallo? Warte, ich pack mein Auto gleich mal dran. Jo! Dein Ernst, ich schwör ja. Schau denn. Was? Schiebst du noch? Was schiebst du? Was ist? Ich schwöre, was ist euer Problem? So, ich kann jetzt auch nicht weg? Verpisst euch ja. Ja, wohin laufst du? Ja, ich schwöre, mir reicht's jetzt. Diese Mailbox ist voll? Auf Wiedersehen hat sie gesagt oder was? Goodbye. Wie kann eine Mailbox... Ja, was kommst du auf mich zu, ja? Mailbox voll? Nein, ich nehme Mailbox. Mailbox voll. Rufen wir noch ein paar Nummern an und dann können wir es beenden, ne? Aber ich, wenn ich es finde. Ruf mal an. Thanks for calling. Danke für den Anruf. Visit our website. Danke für Ihren Anruf. Unsere Öffnungszeiten finden Sie auf unserer Website. Warte, das war doch jetzt. Wir haben meine Firma angerufen. Wir schauen gleich nach. Okay. Ja, ich habe nichts gefunden, aber anscheinend haben wir irgendwen angerufen. Gut, schauen wir weiter. Serenta rufen wir jetzt an. Serenta, geh ran, Alter. Wallach, sonst kriegst du eine. This number is no longer in service.
Diese Rufnummer ist nicht mehr erreichbar. What? This problem. What this problem? Daneben ist gleich noch einer. For rent, sie renter und for renter. Ich hoffe, ich krieg den Nummer. Ach. Schauen wir mal, wer da jetzt. Hoffe, der ist erreichbar. We're not here. Call back later. Wer sieht nicht da, rufen sie später noch einmal an. Wow, diese Nummer. Man kann die Nummern anrufen und es geht jemand dran, ne? Hör auf mit dem... Was? Habt ihr es gehört? Warte, warte, wir schauen gleich nach. Ach, nicht das, Mann. Wir sind nicht da. Diese Mailbox voll. Hör auf mit diesem Verarsche anrufen. Was? Verarsche anrufen? Ich ruf gleich nochmal an. Stop run calling me. Sie sagt das Gleiche. Das Person sagt das Gleiche. Okay, Leute, das war jetzt ein bisschen komisch, das letzte. Aber egal. Eine letzte, das wirklich letzte Nummer. Wir finden noch eine letzte Nummer, rufen ihn an. Und dann, Leute, beenden wir das Video. Letzte Nummer und dann probieren wir noch was aus. We're not here. Call back later. Okay, die Nummern sind immer verschieden, aber die Personen wiederholen sich immer wieder. Das haben wir rausgefunden. Okay, ja. Gut, jetzt will ich noch eine Nummer anrufen. Und zwar 666. Ihr wisst schon, was 666 ist. Muss ich nicht sagen. Wenn ihr es wisst, dann schreibt mir in die Kommentare, damit die anderen es auch wissen. Aber ich weiß schon, was 666 bedeutet, ne? Unbekannt, okay. Gut, okay. Da passiert nichts, wenn man 660 anruft. Okay. Was haben wir jetzt aus diesem Video gelernt? Wir haben gelernt, dass die Nummern immer wieder verschieden sind. Okay, manche sind gleich. Aber die Personen kommen immer wieder ran. Das eine hat mich wirklich verrückt gemacht, das Musik. Was ist das für eine verstörende Musik, ey? Hat mich wirklich verrückt gemacht. Wenn ihr wollt, dass ich noch irgendwas ausprobiere, schreibt mir in die Kommentare. Wenn ich es kann, mache ich. Leider ist es das, ist nur kein Mod-Menü auf der PS4 möglich. Oder doch, es ist schon ein Mod-Menü auf der PS4 möglich, glaube ich. Man müsste noch irgendwas einstellen oder so, aber keine Ahnung. Jo, beendet mir das Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Bis später. Ciao.